Ist das nicht ein wunderschöner Sonnenuntergang hier wieder? Ach, ist das schön. Und die Glocken, die bimmeln. Alter, haben wir denn schon Weihnachten oder was? Leute, es ist mal wieder soweit. Ich muss es wieder probieren. Es kamen schon die Nachrichten rein. Alten, die Z-Fische sind da. Alten, probier mal auf Z-Fische. Am Volcho. So, und das probieren wir jetzt natürlich auch. Ich stehe hier gerade am Volcho. Hatte Tipps gekriegt, so von wegen. Allen gehen wir hier direkt am Steg. Anfangsbereich hier. Da geht's ab, da fängt man welche. Also, da drüben. Und ich bin jetzt nicht da drüben, ich bin eher hüben. Also ich stehe jetzt hier gerade, weil Z-Fische und die tiefen Löcher, das scheint ja irgendwie zu funktionieren. Hier war so, geht so, nicht so richtig viel los. Und dann habe ich mir gedacht, komm, guckst du auch nochmal woanders. Und dann, ja, habe ich mir das hier mal rausgesucht. Und ja, da waren jetzt auch schon die ersten dran. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Sorge, dass das Ganze hier in der Nacht komplett jetzt hier die Buchse runtergeht. Also wirklich gar nichts mehr lübt. Und dann so die Barsche ranbeißen oder sowas. Das wäre natürlich uncool. Aber die Hoffnung, die bleibt ja immer noch, dass man dann hier doch noch die ein oder andere Zerte bekommt. So, und da ich jetzt hier gerade erst, also nicht mal 5 Minuten oder rund 5 Minuten, das sehen wir ja gleich an den Fischen, rund 5 Minuten hier stehe, kann ich noch gar nicht so viel dazu sagen, außer dass ich hier vom Setup, gucken wir mal eben, eine Zope war dran, eine Zerte und eine mit 700 war auch schon. Also, ja, 8 Minuten würde ich dann jetzt sagen. Nee, das war drüben rübergefahren. Doch, 4 Minuten, passt doch. Genau. Ja, also es ist, ich bin gespannt. Also wenn es jetzt hier schön die Zerten hagelt, dann ist das gut. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher mit dem Köder. Brockenkäferlarve hatte ich auch schon was dran. Mistwurm hatte ich schon was dran. Ich hätte ja auch gerne die anderen Z-Fische, nicht nur die Zerte. Weil für die Zerte, ich habe jetzt gerade einen 12er-Haken drauf. Ich mache tatsächlich mal einen 10er-Haken drauf. Ein bisschen größer. Werf hier, keine Ahnung, wie weit das ist. Soll ich es gleich mal klippen? Komm, ihr steht doch auf die Clips, oder? Macht mal unten hier so ein Plus einfach oder eine 1 rein unten, wenn ihr auf Clips steht. Wer steht auf Clips? Also ich werfe jetzt hier mit meinem 40 Gramm Blei, werfe ich jetzt hier gerade mal eben so bis 30% aufgeladen, halb aufgeladen, werfe ich raus. Keine Ahnung, was das sind. Irgendwas zwischen 15 und 20 Meter, schätze ich. Und wie wir sehen, passt es auch ohne, dass ich hier klippe. Ich werfe so ungefähr hier in die Mitte. Oh, oh, ja. Mehr davon fehlt mir noch als Trophy. Mehr davon. Ja. Mega, ey. Mehr davon. Die Z-Fische. Mehr davon. Gucken wir mal eben in Setup rein, oder? Also, ich habe hier mein Winkelpicker-Set, also das Set für die ganz kleinen Fische. Heißt also auch für dich als kleiner Angler, der gerade Level 20 erreicht hat, weil das Gewässer ja hier der Volcho ab Level 20 ist. Mit einer dünnen Montage, also mit dem Anfänger-Setup, was so ungefähr 3,5 Kilo Tragfähigkeit hat, reicht das komplett aus, hier zu angeln, weil die Fische nicht besonders groß werden. Die Zerten werden mit am größten über 1 Kilo. Das ist schon mal ein bisschen mehr. Aber so eine Zope und so, die sind alle mit 300, 400 Gramm schon richtig schön und maßig. Das reicht.
Also, ich habe jetzt hier wieder mal, mache ich ja seit längerem, komplett Fluorocarbon, Fluorocarbon only. Wenn du dir das nicht leisten kannst und willst, ist es auch übertrieben. Aber mit einer normalen Schnur und dann wichtig, ein dünnes Vorfach, Fluorocarbon-Vorfach, sehr schön dünn, zwischen, keine Ahnung, sagen wir mal 3,5 bis 4,4. Ich glaube, das ist so 5er, vielleicht für die Zerten noch, aber weit drüber würde ich, glaube ich, nicht gehen. 14er Haken bis 10er Haken, würde ich sagen, sollte funktionieren. Irgendwo muss schon was dran sein. Zack. Und was ich gemerkt habe jetzt bei den letzten Bissen, auch speziell gegenüber da, wo die City gerade so glänzt, Anschläge ruhig mal machen. Ich hatte jetzt einige Bisse, wo es wirklich auch, wo ich gemerkt habe, okay, da ist was und ich habe nicht angeschlagen und ja, dann war er, zack, also jetzt hier, Steuerung, rechte Maustaste, den Anschlag machen und ja, dann war er weg auf einmal. Und das mit hervorragenden Haken ist natürlich schade. Das war jetzt gerade wieder Borkenkäferlarve, also Borkenkäferlarve scheint zu funktionieren. Auf einem 10er Haken, etwas größerer Haken, hat aber nicht, wie gewünscht, den größeren Fisch gebracht, zumindest noch nicht. Aber ich bleibe dran. Bisher getestet Borkenkäferlarve und Mistwurm. So, alles mal so leicht antippen. Jo, ich habe das hier, glaube ich, alles eingestellt auf Inline-Montage. Wenn ihr natürlich Schlaufmontage geskillt habt, dann rein damit. Hauptsache, wie gesagt, ein kleiner Haken, diese Art von Ködern, also Borkenkäferlarve, Mistwurm und vielleicht noch, ja, Caster werde ich vielleicht gleich auch nochmal probieren oder sowas. Vielleicht geht da noch was. Maggot, die normale Made, könnte man auch nochmal probieren. Aber wenn das so weiterläuft, dann ist das echt gut. Also noch ein paar maßige dazu. Das wäre nicht so schlecht. Ein paar maßige Zerten noch dazu. Dann kommt die Kohle rein. Und ich hoffe natürlich auf ganz viele Zobel und Zerten. Das wäre richtig toll. Zobel und Zopen. Zerten kommen ja eh schon. Und dann dann macht das auch richtig Kohle hier. Und es ist halt, wie gesagt, es ist entspannt, ne? Es ist entspannt. Bei solchen kleinen Zupplern immer noch abwarten. Kein Stress damit. Abwarten. Ich ändere hier gleich mal die Glocke. Ah, jetzt könnte er schon dran sein, oder? Nee, noch nicht. Ne, zum Kontrollieren halt aufheben, R-Taste drücken. Und dann, wenn dann nichts passiert, also nicht kurbeln, keine großen Bewegungen machen, nur R-Taste drücken. Wenn, bip, 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 wenn die Fehlermeldung kommt unten rechts, sofort Steuerung, rechte Maustaste, zack, Anschlag und dann erst kurbeln. Alter Gott, was ist denn hier? Sonnenaufgang gerade oder was? Guck mal hier, ey. Sonnenaufgang am Voltio. Ja, also, die Nacht war okay. Die Nacht war okay. Ich hätte es schlimmer jetzt gedacht. Also Abend und Nacht, da ging zumindest ein wenig was. Ein bisschen nachzuppeln. Aber da muss jetzt noch Frequenz kommen, Alter. Mach mich nicht fertig, ey. Da muss noch was kommen, was so gut anfängt. Da sollte echt noch was gehen. Das bimmelt gerade auf der Mitte wieder. Das ist schon mal nicht so schlecht. Und wieder los. Einmal nur R gedrückt, einmal nur kurz gebimmelt. Und danach war er weg. Zack. So ist schön. Anschlag und gib ihm. So ist schön.
Und im Idealfall, wie gesagt, jetzt mit so einer Feinmontage, im Idealfall gehen die Zerten, bäm, schön, gehen die auch noch in die Bremse rein. Dann lohnt sich das auch. Ja, aber das ist doch schön, ne? Also wie sich das so ergibt. Aus dem Gespräch, aus dem Chatverlauf dann auch, aus der Community. Gestern noch schön Wettangeln betrieben. Und ja, wahrscheinlich sind auch an verschiedenen anderen Stellen, vielleicht einfach nochmal an anderen Stellen probieren, vielleicht auch hier oder hier oben. Ich denke mal, dass hier so in dem ganzen Bereich gerade die Zerten sind. Aber das ist ganz easy auch zu erreichen, eben hier rüber porten, hier durchschlagen, durch den Dschungel hier, zapp, zapp, kostet nicht die Welt, einfach mal eben dahin, geht auch ratzfatz. Und solche Spots sind halt richtig gut, ne? Wo man nicht irgendwie lange erst hinfahren muss oder so. Das ist doch immer super. Und wenn man dann auch noch so gute und gut silberbringende Fische bekommen kann, dann lohnt es sich. Equipment sparend, schonend, man hat kaum Verschleiß da drauf, man kann ganz entspannt angeln, wenn man vielleicht sein Main-Setup gerade in der Reparatur hat. Zack, auf Z-Fische und die gesamten Reparaturkosten mit den Z-Fischen alle wieder reinholen. Das ist der Traum. Ja, mit dem neuen Gewässer. Wir hatten jetzt am Freitag im Livestream ein schönes Wettangeln betrieben. Schön im Halbstundentakt ein Wettangeln nach dem anderen. Haben da den neuen Moskitosee rauf und runter beangelt. Dazu mache ich auch noch ein Video, selbstverständlich, auch nochmal in die Reihe der Tutorials für die Anfänger. Wobei ich das, glaube ich, erst noch ein bisschen später mache, denn so neue Gewässer und so, manchmal sind die ein bisschen geboostet, sind die so ein bisschen zu aktiv. Ah, wieder nix, ey. Manchmal sind die halt noch nicht so richtig irgendwie, als ob die Fische noch nicht so ihre Spots gefunden haben. Erstmal noch ein bisschen abwarten und dann ein schönes Tutorial für das Gewässer, wieder mit verschiedenen Spots, wo kann man da gut angeln. Ich denke, ich werde auch mal auf Hecht probieren. Das sah beim Wettangeln tatsächlich schon ganz gut aus und auch da die Rückmeldung wieder aus dem Chat, aus der Community, dass da einige Hechte dran gegangen sind. Das heißt, wenn man jetzt im niedrigleveligen Bereich sich vielleicht sogar schon mit seiner kleinen Spinnrute einen Stahlvorfach gönnen kann. Ah, na, warte mal. Machen wir mal eben einen Kaster drauf. Den Stahlvorfach gönnen kann und ich glaube, das niedrigste, wenn mich nicht alles täuscht, war Level 8. Da kann man sich, glaube ich, ein ganz vernünftiges Stahlvorfach holen. Ich meine zumindest. Dann einfach mit dem Stahlvorfach dran und schön auf Hecht angeln. Das bringt dann auch richtig gut Silber, ey. Das kann man auch gut machen. Aber wie gesagt, dazu gibt es dann auf jeden Fall nochmal ein extra Video. Jetzt schauen wir erstmal hier, was passiert. Futtermische und Co. wird ja auch immer wieder gerne mit rumexperimentiert, mit den Z-Fischen und Futtermischen. Also die letzten Male war ich, wenn, immer ohne unterwegs, war damit auch ganz zufrieden. Aber ich glaube, man könnte es probieren, oder? Die Frage ist natürlich dann wieder, was? Und das Schlimmste, was halt passieren kann, ist, man versaut sich den Spot. Nachher beißt da nichts mehr. Also wenn euch was bekannt ist, gerne unten mit in den Chat reinschreiben. Eine kleine Zope auf Kaster. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wo die kleinen sind, sind vielleicht auch noch die großen. Abwarten. Also ich habe jetzt Borkenkäferlarve auf der 1, Mistwurm auf der 2 und Caster auf der 3. Ja, von der Zeit her. Knapp. Knapp, knapp, knapp.
Hier waren 4 Minuten Pause, 4, 3 Minuten. Ja, zu viele Pausen dürfen nicht drin sein, ne? Gerade bei so kleinen Fischen. Jetzt warte ich noch mal ein bisschen länger ab, dass da der Biss sicherer ist. Zurzeit gibt es ja dieses Flackern immer noch. Das heißt, man kann reingucken, wenn es dann hier richtig flackert im Text, dann sollte da was dranhängen. Da geht das Flackern los. Na, jetzt flackert es hier so zwischendurch. Blab, 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 blab. Keine Ahnung. Weiß der Geier, was das soll. Ah, so was kann man sich einfach auch nicht ausdenken, ey. Aber ist halt gerade so. Von daher kann man es auch schön als Bissanzeiger gerade nutzen. Zack, schönes Rotauge. Bin ich nicht böse drum, auch im Low-Level-Bereich. Schöne, maßige Rotaugen. Wochenrekord Zope auf UL. Oder triggert mich ja hier gerade bald, oder? Ultralight. Tragfähigkeit 2,2. Das könnte natürlich eng werden, ne? Aber das wäre da was, oder? Ich hau hier schön Doppelköder dran. Und ich teste hier gleich einfach mal. Das wäre doch mal ulkig, Alter. Ich meine, eigentlich ist ja Stippen gar nicht mein Ding. Aber ob Z-Fisch auf Z-Fisch hier? Jetzt geht hier nochmal was am Kaster. Mistwurm schon wieder nicht. Gucken wir mal, was hier gleich reingeht. Was mir natürlich dann Sorgen macht bei so einer ganz kleinen, feinen Ultralight-Stippe, wenn ich dann eine fette Zerte drin habe mit über einem Kilo oder ein fettes Rotauge mit über einem Kilo, dann wird es natürlich, oder eine olle Brasse, wobei Brasse war bisher nicht, ne, oder ein Aaland, kann gefährlich enden. Schön abwarten noch, schön den sicheren Biss. Noch wackelt hier nichts, noch ist kein Biss. Jetzt wackelt's. Okay, gehen wir rein. Zack, Anschlag nochmal gesetzt. Und dann ziehen wir hier schön noch die Zope oder was auch immer. Ho, die Zope. Ja, Mann, auf Kaster. Okay, so weit komme ich natürlich mit der Stippe nicht raus. Wo war jetzt das Bimmeln? Ne, da war das Bimmeln. Das ist eine andere Glocke. Das heißt, ich hole jetzt die 2 hier mal eben rein. Und teste jetzt tatsächlich hier mal. Ich teste hier tatsächlich mal. Wie tief werden die stehen hier? Probieren wir mal so auf 1,20 erstmal. 1,20 Meter. So. So muck wieder. Schön hier an die Reling. Und dann gib ihm. Das sieht irgendwie ein bisschen krank aus. Nee, geht. Na, ob das was wird, ey? Ob das was wird, ey? Wenn da jetzt so ein schöner Z-Fisch reingeht, ey? Wäre das mein erster auf Ultra... Da! Auf Ultralight gefangener Z-Fisch. Da wäre doch mal was. Wow. Uff. Nee, was geht dran? Was geht dran? Das sieht aus wie eine olle Karausche. Alter. Die Meldung, Alter. Die Meldung, ey. Warte, muss ich aber gleich was ändern hier. So schmeckt mir das nicht. Warte mal, ey. So schmeckt das nicht. Der Mistwurm kommt weg und der Kaster kommt dran. Made und Kaster und... Puh. So, dann stellen wir mal ab.
Zip, zip. Oder stellen wir besser nicht? Nee. Schön mitlaufen. Dafür ist die Schnur einfach zu kurz. Ich habe natürlich noch längere Stippen. Aber die sind nicht auf Ultralight. Und wenn ich mir dann schon eine Stippe gönne. Alter, jetzt muss ich ja dran, ne? Puh. Schön. So. Oh, das Rotauge, okay. Oh, da geht's wieder los auf der Stippe. Oh, ich bin gespannt. Ob ich da in der Stippen mal reingehen soll, ey? Meint ihr, das wäre geil? Seid ihr am Stippen? Also so ein paar höre ich ja immer wieder, die sagen, ja, ich bin voll am Stippen, Stipprekorde, Ultralight-Rekorde. Aber bisher hat mich das noch nicht so richtig geflasht. Andererseits hat es natürlich auch irgendwie einen gewissen Reiz, ne? Aber auch eine ziemlich hohe Frustschwelle oder ziemlich niedrige, weil man halt immer mal wieder so Abrisse hat. Vorfächer verliert ohne Ende. Haken verliert man. Na komm. Zieh ab, Alter. Ich sehe nichts. Alter, ich bin hier im Dschungel, ey. Bestimmt ein alles Rotauge. So lange zuppelt doch nur ein Rotauge, oder? Alter, ich bin hier schon gleich wieder am Ufer. Komm, du zieh doch ab. Abziehen oder Hebebiss, eins von beiden. Irgendein Zeichen, dass du willst. Jetzt könnte schon... Ne. Versaut! Die ganze Spannung hier umsonst. Uff, Alter. Und die ganzen Stipper. Ich höre sie schon im Nacken. Nein, was macht er denn da? Was hat er denn da gemacht? Noob! Ja, Mann, weiß ich doch. Weiß ich doch, ey. Oh, das hat aber schon ein bisschen Gewicht hier. Wieder eine schöne Zerte. Ja, es passt mir alles. Also so im Großen und Ganzen ist das schon ganz okay. Also wirklich. Also wenn man in der Taktung Zerten und Zopen dran hat, dann ist das gut. Dann ist das schon gut. Was willst du denn mehr, Alter? Jetzt mache ich hier mal... Ne, ich lasse das so, wie es ist. 1,20 Meter. Ist das zu flach oder was? Ich weiß gar nicht, wie tief das ist. Hier am Rand. Aber es sieht doch gut aus eigentlich, oder? Das wäre so geil, ne? Eine dicke, fette Zope. Oh, Trophy-Zope. Meine erste Trophy-Zope. Das wäre der Insane. Und dann auf UL-Stippe. Das wäre der Hammer, oder? Damit wäre es auf jeden Fall besiegelt, ey. Komm, ich latsche hier schon wieder durchs Wasser. Katastrophe. Nicht durchs Wasser latschen, Leute. Wenn es plätschert, hat das schon wieder Scheuchwirkung. Einfach mal googeln. Irgendwo im Forum steht das drin. Forum, Suche, Scheuchwirkung. Da kommt man dann dahin. Und nicht der Fisch, den ich suche. Rote Auge. 500 Gramm. Schönes Ding.
kann man mitnehmen. 500 Gramm auf der Stippe. Ja, 500 Gramm Zobel. 500 Gramm Zobel oder Zope wäre natürlich um einiges angenehmer. Auch finanziell. Aber es kann ja noch, ey. Doppelköder. Vielleicht gehe ich ja auch einfach mit dem Bollo ran, oder? Das wäre doch mal was. Guck mal, wenn das so geht hier, ey. Vor allem der sexy Doppelköder. Das wäre doch was, ey. Doppelköder auf Z-Fisch. Ich krieg schon wieder Fantasien hier, ey. Und jetzt Regenwetter. Komischerweise, es bimmelt auf einmal gar nicht mehr, ne? Ob das am Wetter liegt? Ob die Z-Fische Sonnenscheinfische sind? Das ist ja ein Ding, oder? Das ist aber echt ein Ding gerade. Fängt an zu regnen und kein Gebimmel mehr. Aber irgendwie ist das gar nicht schlecht, ne? Gerade eben mit dem Treiben lassen. Und das ist relativ langsames Treiben lassen hier noch so am Wolcho. Und die Position hier, die Ecke gefällt mir auch echt gut, ne? Hier ein bisschen weiter links, hier in dem Bereich ist ja ganz viel Schilf links und rechts. Da fährt man ja, also hier fährt man ja gerne mal so durch, um auf die atlantischen Lachse dann zu angeln. Und hier in dem Bereich gehen gerne auch die Hechte dann rein, wenn man dann gerade hier so schön durchschleppt. Aber so vom Ufer aus habe ich hier vor vielen Monaten mal geangelt. Aber sagen wir mal, zumindest sehr selten bisher geangelt. Ich glaube, in dem Bereich hier kommt der Köder gerade auf den Grund. Ja, der zieht auch nicht mehr weiter. Treibangelt unten. Gerade wieder da, jetzt wieder weg. Okay, es hat auf jeden Fall Grundkontakt. Naja, ich glaube, ideal ist das hier nicht, ey. Ziehen wir mal wieder zurück. Und guck mal da, es bimmelt nicht, es zieht einfach nur. Nochmal schnell anschlagen. Hat sogar ordentlich Gewicht, sehr schön. Ich hoffe, eine fette Zerte. Ich hoffe natürlich noch viel mehr Trophy Zobel. Und das hoffe ich überhaupt nicht. Die verdorchte olle Brasse, Alter. Die Mini-Brasse auch noch. Die Mini-Brasse. Ich weiß gar nicht, was interessanter ist. Die Mini-Brasse oder ein Rotauge, ey. Alter. Der ging aber raus hier jetzt. Ja, also, Regenwetter scheint nicht so sexy zu sein. Vielleicht, es geht jetzt auch noch richtig los, wa? Vielleicht doch nochmal bei Sonnenschein irgendwie probieren. Hoppala, in den nächsten Stunden. Oh, ich hoffe, ich kriege den raus. Oh, ich hoffe, ich kriege ihn raus. Oh, 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 ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ich sehe nicht, was es ist. Ich sehe nur, dass es schwer ist. Und es ist... Oh, oh. Ein Oller Aaland, Alter. UL-Angelrute. Bonus da drauf. Und... Stippfisch-Bonus. 3 von 5. Aaland, Alten. Maßige Aalande, ne? Eigentlich sexy. Unmaßige. Naja, wie alles, nicht so sehr. Der Rumpelsack hier im Team, der macht da erstmal Level 28. Jawohl, ey.
Jetzt kommt richtig Starkregen sogar noch. Also, am besten gleich nochmal einen rausziehen hier. Gucken wir gleich nochmal eben in den Kescher rein, was das denn so bringt und was die Z-Fische so im Einzelnen bringen. Gucken wir gerade nochmal eben rein. Denn, ja, das große Ganze ist halt interessant. Und wie gesagt, dass jetzt hier gerade Mistwetter ist, kannst du natürlich auch wieder nicht ausdenken, sowas. Unnormal. Aber hier so bewölkt mit Sonne und so ist in der Regel, ist auch viel eigentlich. Also gerade am Volcho ist eigentlich regelmäßig ganz vernünftiges Wetter. Kann man eigentlich jederzeit gut angeln. So richtig Regen ist doch echt selten. Ich hätte schon gern meinen Z-Fisch jetzt auf der Stippe, oder? Irgendwie, ne? Irgendwie wäre das doch sexy. Komm, gönn mir doch mal, Alter. Game. Gönn mir doch mal einen schönen Volcho Ultralight Trophy Zope. Ich würde ja fast schon anschlagen, ne? Da sieht man's. Komm schon. Jetzt. Der ging zu hoch. So ein Biss hatte ich aber, glaube ich, noch nicht. Schwarzer Kopf, Rotauge oder? Ich glaube, ein Rotauge. Wo ist es? 600 noch was Gramm, ey. So, jetzt gehen wir aber verkaufen hier, ey. Gucken wir nochmal eben rein. Hier war nichts dran. Hoppala. 30 Fische zusammen. Hier ist noch einer dran. Wobei ein paar Fische waren ja von da drüben, vom Anfang, ein bisschen vom Ausprobieren. Aber gucken wir nochmal eben. Zack, noch eine kleine Zerte. Ich gehe auf jeden Fall hier gleich nochmal hin. Aber jetzt mal eben hier durch den Dschungel an der Festung hier, an der Burg hier dran vorbei. Zap, zarap, zarap. Schnell hier durchkämpfen durch den Dschungel. Und dann machen wir einen großen Satz und sind drüben. Hier hatte ich auch schon ausprobiert mit der Z-Fische. War auch nicht so geil. Also hier war auch nicht so der Hammer. Das jetzt gerade hat mir schon deutlich mehr gefallen. Schauen wir nochmal eben ins Café. Haben wir da zufällig was drin? Rotaugen. Davon haben wir genug. Gibt es noch dickere Rotaugenaufträge? Gerade nicht. Nach Gewicht sortieren. 6 Stück. Für 13 Tacken noch was. Jawohl, weg damit. Karauschen hatte ich nur eine. Vielleicht kommt gleich noch was dazu. Ein Aaland kommt bestimmt auch noch gleich dazu. Schläfergrundel noch nicht, aber das ändert sich auch gleich. Also, da haben wir 13 Tacken. Dicker, fetter atlantischer Lachs ist drin. Der fehlt auch noch, ey. Das wär's, ey. Und dann gucken wir hier mal eben rein. Also, wo sind die... Wo ist der Übergang? Zope. 34. Irgendwo war ein Übergang von ungefähr... 108 Minuten, 6 Minuten Differenz. Also hier sind die ersten. Von da 36 Minuten... 36 Minuten, 60 Tacken die Nacht durch. Jetzt war ein bisschen Flaute. Ich würde sagen, es ist durchwachsen. Ich schiebe es absolut aufs Wetter. Wenn man sich jetzt hier mal unten die paar Maßigen anguckt, sind diese 6, 12, 15 Fische sind 70 Silber. Das ist schon ganz okay. Ja, und die Zopen und Zobel, die machen dann eben auch noch ganz gut Kohle. Die bringen es halt ganz gut. Die bringen ganz gut Silber. Zerten müssen halt wirklich groß sein, ne? Also 500 Gramm plus, dann sind die Zerten auch interessant. So, verkaufen wir den Sermon, beziehungsweise, ne, ich warte noch, ich ziehe ja noch ein bisschen was raus. Petri euch, zieht raus die Z-Fische, schön auf das leichte Equipment. Und ich hoffe, ihr zieht ein paar Trophys raus. Es wurden schon ein paar Trophys gezogen. Jetzt ist gerade wieder Sonnenschein. Direkt wieder Gas geben. Petri, bis zum nächsten Mal.
Kanal abonnieren, Daumen da lassen, andersrum. Petri.